Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Innenminister Gerhard Karner. Schönen guten Abend, Herr Minister. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Minister, Sie haben ja angekündigt, dass ein Waffenverbot kommen soll. Jetzt wissen wir seit dieser Woche, es wird einmal ein Waffenverbot auf einem der Hotspots, nämlich am Römerplatz im 10. Bezirk in Wien geben. Wie sieht es denn generell mit Ihrem Plan des Waffenverbots jetzt auch österreichweit aus? Was haben Sie sich da als Zeitfenster auch vorgenommen? Zunächst, es gibt ja schon mehrere Plätze in Österreich, wo es dieses Waffen- bzw. Messerverbot gibt. Das ist der Praterstern, Venedigau in Wien, zwei Plätze auch in Innsbruck, die es derzeit gibt. Und jetzt in diesen Tagen kommt ein weiterer dazu, nämlich der Reumannplatz in Wien, weil wir dort zuletzt immer wieder Vorfälle hatten, Messerstechereien hatten, wo wir jetzt einschreiten müssen und ganz konsequent auch mit robusten Maßnahmen hier dagegen halten werden. Es geht darum, vor allem Jugendbanden zu entwaffnen. Es geht darum, dass wir diese Messerstechereien mit Hieb- und Stichwaffen verhindern. Und daher ist das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich dieses Waffen- bzw. Messerverbot in Favoriten, ein erster Schritt. Das Ziel ist hier, das flächendeckend für ganz Österreich einzuführen, damit die Polizei schneller und besser gegen solche, vor allem Jugendbanden, gegen Bandenkriminalität auch effektiver vorgehen kann. Und das kann sie mit diesem Waffenverbot und diesem Messerverbot. Und für dieses flächendeckende Waffenverbot, das Sie in ganz Österreich planen, wird sich das im heurigen Jahr noch ausgehen? Also kommt das noch vor der Wahl? Also wir werden sehr bald nach Ostern einen konkreten Gesetzesvorschlag vorlegen, der nicht überschießend sein soll. Das ist auch klar. Es soll nicht beispielsweise, weil es hier die Diskussion gab bezüglich Jäger, dass Jausenmesser, völlig unbescholtene Gruppen, natürlich gibt es für die weiterhin die Möglichkeit, Messer zu tragen. Aber dort, wo Hieb- und Stichwaffen in der Bandenkriminalität im Einsatz sind, da muss das aus dem Verkehr gezogen werden. Und warum machen wir das? Weil wir sehen, dass an Plätzen, wo das Waffenverbot bzw. Messerverbot, ist eigentlich der bessere Begriff, gilt, dass das sich bewährt hat für die Polizei, weil sie eben besser und effektiver kontrollieren können und auch den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen damit auch besser Herr werden. Warum? Weil das Messer abgenommen wird, der Springer, die Machete abgenommen wird und auch gleich eine empfindliche Geldstrafe bezahlt wird. Und das ist das, was auch wirkt. Also es soll niemand glauben, dass hier irgendwelche Jagdsitzungen, Hegeringsitzungen, wie man diese nennt, kontrolliert werden oder dass jemand, wenn er wandern geht und sein Jausenmesser mit dabei hat, dass der da kontrolliert, das ist überhaupt kein Problem natürlich. Und natürlich ist auch der Pfefferspray für Frauen zum Selbstschutz auch in Zukunft erlaubt. Also das sind alles Dinge, die hier bewusst offensichtlich in Umlauf gebracht werden. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen afghanische Messerstecher aus dem Verkehr ziehen. Das ist das klare Ziel hinter dieser Maßnahme. Sie haben gesagt, es soll empfindliche Geldstrafen geben. In welcher Höhe wird sich das abspielen? Na, derzeit ist das so, dass wenn so ein Randalierender einer Bande mit einem Messer erwischt wird auf diesen Zonen, bekommt eine Strafe von 100 bis 150 Euro. Und das ist für diese Burschen schon sehr ordentlich. Vor allem das Messer wird ihm auch weggenommen. Und das sind alles klare, konsequente Signale, dass wir hier keine Toleranz, sowohl null Toleranz gegenüber solcher Bandenkriminalität an den Tag legen werden. Wir werden hier auch diese neue Gruppe, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in diesen Bereichen noch stärker zum Einsatz bringen. Wir werden Spezialkräfte, Einsatzeinheit, Bereitschaftseinheit, alle diese Maßnahmen werden hier gesetzt, damit diese Plätze wieder sicherer werden. Sie haben ja jetzt die Bandenkriminalität angesprochen. Wir wissen, dass viele von diesen Bandenmitgliedern Jugendliche sind oder sehr junge. Teilweise sind, das haben wir auch bei den letzten Straftaten, viele von denen waren ja in den Medien großes Thema, gesehen. Und das Ganze hat auch eine Diskussion um Jugendkriminalität ausgelöst. Jetzt haben Sie vor einigen Tagen erst die Kriminalitätsstatistik präsentiert. Auch da sieht man einen massiven Anstieg dieser Jugendkriminalität. Was passiert denn jetzt konkret, um die Jugendkriminalität in den Griff zu kriegen? Also einerseits die Gruppe, die ich schon erwähnt habe, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in allen Bundesländern, natürlich ein Schwerpunkt in Wien und bestimmten Landeshauptstädten, wo wir so Jugendbanden haben, die eben sich
in überwiegendem Maße aus afghanischen, syrischen, zum Teil auch tschetschenischen Jugendbanden zusammensetzen. In diese Gruppen müssen wir, werden wir ganz gezielt hineingehen, durch sichtbare Präsenz, durch sichtbare Polizeipräsenz, aber auch, und das ist wichtig, wird oft unterschätzt, durch verdeckte Ermittlungen, besonders geschulte Beamte. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist ja die Diskussion um die Strafmündigkeit. Welche Konsequenzen spüren auch Jugendliche, wenn sie etwas anstellen oder verbrechen? Und es hat zuletzt Verbrechen haben stattgefunden. Wenn ein 12-jähriges Mädchen missbraucht, vergewaltigt wird, dann ist das ein Verbrechen. Und auch da müssen wir die Diskussion weiterführen, dass auch hier diese Dinge nicht sanktionslos bleiben, sondern im Gegenteil, es sich hier Strafen und Konsequenzen gibt, auch für 12-, 13-, 14-jährige Burschen. Das sieht anscheinend aber der grüne Koalitionspartner anders. Die Justizministerin hat das zuletzt relativ von sich gewiesen, diesen Vorschlag, gesagt, sie sieht das als Anlassgesetzgebung, das soll nicht kommen. Sehen Sie da irgendeine Bewegung bei Ihrem Koalitionspartner? Weil Sie brauchen ja die Justizministerin dafür. Also sind sich alle einig, dass so etwas nicht sanktionslos bleiben kann, was wir erlebt haben. Diese dramatische, diese furchtbare Geschichte mit dem 12-jährigen Mädchen, das von bis zu 17 Jugendlichen, zum Teil selber Minderjährigen, missbraucht wurde. Da braucht es, da muss es Sanktionen geben. Und ich gehe davon aus, dass das alle vernünftigen Kräfte in diesem Land auch so sehen. Ja, man kann um die Details diskutieren, aber dass das Konsequenzen haben muss, davon bin ich als Innenminister, davon ist die Polizei zu 100-1000%ig überzeugt. Ein weiterer Punkt, das eine ist die Strafmündigkeit, das andere ist, dass ein Teil dieser Täter, der kurzzeitig in Urlaub genommen wurde, dann aber wieder auf freiem Fuß gelassen wurde. Dieses Problem haben wir immer wieder bei jungen Tätern. Ist das nicht auch ein Fehler in unserem System, dass die dann frisch, frei, fröhlich, sage ich einmal, herumlaufen? Ich bin verantwortlich für die Polizei als Innenminister und wir brauchen eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz in der Strafverfolgung. Daher habe ich mir vorgenommen, die Justiz nicht zu kritisieren, aber ich habe großes Verständnis dafür, dass es in der Bevölkerung oft Ärger und Wut darüber gibt, dass solche jugendlichen Täter, Straftäter frei herumlaufen. Und daher würde ich mir schon manchmal wünschen, auch von der Justizministerin hier ein konsequenteres Vorgehen und zu sagen, das ist hier ein klares Signal, hier wehrt sich der Rechtsstaat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das halte ich für notwendig. Dort, wo die Mittel nicht zur Verfügung stehen, dort braucht es eben auch Nachschärfungen. Und daher die Diskussion um die Senkung der Strafmündigkeit und auch die Diskussion um Messer- oder Waffenverbote. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Kriminalitätsstatistik. Was dort auch auffallend ist, dass 45% der Straftäter nicht Österreicher sind. Haben wir ein Problem mit Ausländerkriminalität in Österreich? Ich habe ja nach der Präsentation der polizeilichen Anzeigenstatistik ein 5-Punkte-Maßnahmenpaket vorgelegt. Nämlich einerseits, wir haben den größten Problembereich in der Statistik ansteigend, die Cyber-Internet-Kriminalität. Da haben wir eine Reform auf den Weg gebracht, wo wir jetzt Cyberspezialisten in allen Regionen auch in Zukunft haben werden. Wir haben ein Thema mit der Jugendkriminalität. Hier gibt es die neue Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität. Im Bereich der Einbruchskriminalität, auch hier haben wir eine Steigerung. Hier habe ich die Landespolizeidirektionen angewiesen, gerade im Bereich der Dämmerungseinbrüche besonders sorgsam zu sein. Und wir haben ein Thema im Bereich der Ausländerkriminalität. Sie haben es angesprochen. Und hier müssen wir noch stärker in die Strukturen hineingehen, in die verdeckte Ermittlungen, weil wir hier sehen, dass es bestimmte Nationen sind, die hier besonders auffällig sind. Wir haben hier Slowaken, Rumänen, aber auch Afghanen und Syrer beispielsweise. Und wenn dem so ist, dann muss in diesem Bereich auch besser und strukturierter ermittelt werden, damit wir diese aus dem Verkehr ziehen und dann, wenn es notwendig ist und der Rechtsstaat es gebietet, auch abgeschoben wird. Auch in diese Länder, auch wie Ungarn, Slowakei oder Serbien, auch in diese Länder muss abgeschoben werden. Aber auch in diese Länder heißt auch nach Afghanistan und Syrien dann? Das ist ein besonders schwieriges Thema, weil es derzeit nicht möglich ist, direkt in diese Länder abzuschieben. Aber wenn es zum Beispiel Ankerpunkte gibt, das heißt, die sind beispielsweise schon einmal in Bulgarien registriert worden, Syrer oder Afghanen, dann können wir nach Bulgarien syrische oder afghanische Staatsbürger abschieben. Und das passiert jetzt zunehmend
besser beispielsweise. Mhm. Und wann wollen Sie die eigentlich wieder nach Syrien und Afghanistan abschieben? Dänemark macht das ja beispielsweise schon. Nein, Dänemark macht das auch nicht, sondern hier gibt es freiwillige Rückkehr in diese Länder, die gibt es aus Österreich auch. Zwangsabschiebungen gibt es aus keinem europäischen Land. Aus keinem europäischen Land, auch aus Dänemark nicht. Sondern es werden Menschen von Syrien und Afghanistan in Drittländer abgeschoben. Aber, und das, da bin ich bei Dänemark, wir gemeinsam haben auf die Tagesordnung gebracht, dass wir darüber diskutieren, auch direkt beispielsweise nach Syrien wieder abzuschieben. Warum? Weil die Region um Damaskus sicher scheint. Und das muss eben von der zuständigen Europäischen Asylagentur auch bewertet werden. Dieses Thema werden wir weiter in Diskussion halten. Freiwillige Rückkehr in diese Länder ist möglich. Das passiert aus Dänemark, aber auch aus Österreich. Aber die zwangsweise Abschiebung, da müssen wir rechtliche Schritte ändern. Aber das heißt, Ihr Ziel ist, dass wir auch zwangsweise nach Syrien und Afghanistan wieder abschieben? Das muss das Ziel sein. Das kann nur das Ziel sein. Wenn ein Afghane etwas verbricht in Österreich, ein Syrer, dann muss er hinter Schloss und Riegel, dann wird er eingesperrt und danach, wenn die Strafe abgesessen ist, dann muss er zurück in die Heimat. Das kann nur das Ziel sein. Wenn wir schon beim Thema Asyl sind, wir haben ja auch heuer bisher eine rückläufige Entwicklung der Asylzahlen. Ist das ein Trend, der sich Ihrer Meinung nach in den nächsten Monaten fortziehen wird? Oder ist es so, wie es ja oft in den vergangenen Jahren war, dass wenn das Wetter schöner wird, wir dann auch wieder mehr Asylwerber haben, die beispielsweise über die Mittelmeerroute nach Europa kommen? Naja, wir sehen, dass einfach die Schlepper derzeit einen Bogen um Österreich machen und die illegale Migration deutlich weniger geworden ist, deutlich, massiv weniger geworden ist. Ich erinnere, im Burgenland im letzten Jahr, Jänner, Februar, 3.300 Aufgriffe an der burgenländischen Grenze, heuer im selben Zeitraum, also auch Jänner, Februar, also voriges Jahr um diese Zeit Jänner, Februar und heuer war um diese Zeit Jänner, Februar, letztes Jahr 3.300, heuer 150. Illegale Aufgriffe. Die Schlepper machen einen Bogen um Österreich, weil wir das Geschäftsfeld der Schlepper massiv gestört haben. Durch deutlich intensivere, härtere Kontrollen, durch schnellere Verfahren. Daher sehen wir, und das wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht, die europäische Asylstatistik, dass in den meisten anderen Ländern die Anträge steigen. In Österreich gehen sie zurück. Und das ist für uns der Auftrag, hart in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Nicht darauf auszuruhen oder gar darüber zu jubeln, sondern hart in dieser Richtung weiterzuarbeiten, die Belastung von Österreich massiv weiter zu senken. Dennoch, die FPÖ kritisiert, dass noch immer zu viele zu uns kommen und wir die sozusagen Asylzahlen auf Null setzen müssten. Ja. Brauchen wir eine Asylobergrenze Ihrer Meinung nach? Das Ziel kann nur sein, illegale Migration gegen Null zu drängen. Das ist unser Anspruch, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Da hilft aber nicht laut schreien. Da hilft nur hart arbeiten. Und das tun wir im Gegensatz zur FPÖ und zum Herrn Kickl. Aber wären Sie für so eine Asylobergrenze auch Jens Spahn, CDU-Kollege von Ihnen? Also nein, mein Kollege hat es ist sowohl im Bereich der Kriminalität, und illegale Migration ist zum Teil Kriminalität, wenn sie mittels Schlepper passiert. Sowohl im Bereich der Kriminalität muss das Ziel sein, die gegen Null zu drängen. Und genauso ist das bei der illegalen Migration. Das ist unser Anspruch. Und das ist die Aufgabe, die die Polizei und die entsprechenden Behörden auch haben. Das ist das Ziel, das wir haben. Ja. Aber kann man so etwas auch oder sollte man so etwas auch gesetzlich festschreiben, dass man sagt, man hat eine Asylobergrenze? Ich glaube, es ist realistisch. Wir hätten auch gerne, dass niemand in unsere Häuser einbricht, dass die Kriminalität bei Null ist. Das kann nur das Ziel sein. Dafür arbeitet die Polizei tagtäglich hart. Und trotzdem gibt es leider immer wieder kriminelle Menschen, die zu bekämpfen, das ist unsere Aufgabe und diesen Wert möglichst nach unten zu drücken, das ist das, was die Polizei tagtäglich tut. Jetzt hat die FPÖ Sie ein bisschen als Ihren neuen Lieblingsfeind auserkoren, da geht ja kaum ein Tag, an dem es nicht irgendeine Aussendung von einem FPÖ-Politiker gibt, der Sie angreift. Wie sehr ärgern Sie diese Angriffe von Seiten der FPÖ eigentlich? Ärgert mich überhaupt nicht. Mich wundert es nur manchmal und erschreckt es manchmal, gerade im Zusammenhang mit dem Messerverbot, das ich vorgeschlagen habe, wo ich gesagt habe, es macht Sinn, dass wir dieses Messerverbot einführen, damit nicht junge Menschen, Afghanen, Syrer, bis über die Zähne bewaffnet, Plätze in Österreich, vor allem in Wien, unsicher machen. Und dass die FPÖ dafür eintritt, dass diese weiter mit Messer herumlaufen sollen, das halte ich für erschreckend eigentlich, weil sie selber eigentlich vorgibt, gerade der Herr Kickl, der selber Innenminister war, vorgibt, für die Sicherheit da zu sein. Wenn man sich das ansieht, was sie da sagen, dann ist das eigentlich
erschreckend und man sieht eigentlich, wie wenig diese Partei und der Herr Kickl mit Sicherheit am Hut hat. Und ganz zum Schluss noch ganz ein anderes Thema. Gestern hat Österreich gegen die Türkei gespielt, 6-1 gewonnen. Ex-Bundeskanzler Christian Kern hat heute auf X schon geschrieben, wenn wir so weiterspielen, dann wären wir Europameister. Teilen Sie diese Meinung? Also ich teile vor allem nicht Twitter. Ich bin nicht auf Twitter oder auf X, wie Sie das genannt haben. Ich bin begeisterter Fußballfan, das wissen viele, habe auch gestern via Fernsehen mir das Match angesehen und war wirklich begeistert von der österreichischen Nationalmannschaft, mit welchem Schwung, mit welcher Freude hier Fußball gespielt wird. Und ich halte alle Daumen, die ich nur habe, nämlich beide, für diese Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und natürlich wäre es das Schönste, wenn sie diesen Titel schaffen. Aber das ist doch ein harter, steiniger Weg. Allein was jetzt gelungen ist, wie jetzt diese Mannschaft Fußball spielt, das ist eine Freude zuzusehen. Herr Minister, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.